Und ich werde dieses Mal auch, wie bei Stalker, das ich ja jetzt angefangen habe, auf die Synchronität achten. Guck ich mal, ob ich den Kampf um den Energiekollektor gewinnen kann. Ja Leute, hier entladen! Meine Fresse! Vielen Dank auch! Asoziale Penner einfach. Einfach draufbleiben, obwohl ich ausladen drücke. Naja, das sind natürlich keine asozialen Penner. Die werden versuchen, das Ding zurück einzunehmen. Anlage geändert. Wir sind ausgesperrt und haben keine Möglichkeit, die Kontrolle über den Energiefluss zurückzugewinnen. Dallas, hast du das mitbekommen? Bin schon unterwegs. Ja, Sir, ich bin schon unterwegs. Also gut, die Rebellen haben die Codes geändert, wir sind ausgesperrt und dürfen nicht mehr unser eigenes Spielzeug benutzen. Jetzt würde ich aber gerne doch eine Möglichkeit haben, an Geld zu kommen. Scout-Transporter hier, Sir. Wir nähern uns unserem Ziel. Sturmsoldat hier. Ja, dieses Bike ist auch nicht mehr in Top-Zustand. Hier bin ich, Brad. Geht in Ordnung. Sturmsoldat bereit, Sir. Scout-Transporter bereit. Systeme bereit. Kommando Tipp 1. Ey, Mann, ich will nach oben. So. Wie lautet Ihr Befehl? Wir rücken aus. Der Feind nähert sich unserer Position. Wir sind in Kampfhandlungen verwickelt, Sir. Soldat bereit. Ich frage mich wirklich, warum wir die Informationen der feindlichen Swoop-Bikes erhalten. Sind umprogrammiert. Kontrolle wiederhergestellt. Ausgezeichnet. Soldat bereit. Wir werden uns sofort dort melden, Sir. Führe Kurskorrekturen durch. Das ist mir wirklich ein Rätsel, warum die... Zerstört. Warum die Imperialen... warum wir die Rebellen Swoop-Bikes hören. Auf diese Einheit zu feuern wäre zwecklos. ATAA bereit, Sir. Jawohl, Sir. ATAA steht für All Territorium Anti-Air. Feind zerstört. Ich weiß nicht, ob die auch während des Laufens schießen. Ja, tun sie? Boah, das ist laut. Oh, was geht denn hier unten ab? Ja, Sir, erwarte weitere Befehle. APT rückt aus. Wie lautet Ihr Befehl? Bin einsatzbereit, Sir. Führe also gut, der Turbolaserturm tut seine Arbeit gut. Wie lautet Ihr Befehl? Bin einsatzbereit, Sir. Systeme bereit. Moment, ich hab wieder eine Menge Kommandopunkte. Zerstört. Ja, mit WD und S steuert man ja hier komischerweise, was ich auch immer noch nicht verstehe. Wohin wollen Sie die Fracht geliefert haben, Sir? Moment, hier kommen die ja nur mit Fahrzeugen an. Landezone klar. Sturmsoldat hier. Die Landezone scheint sicher zu sein. Das ist gut. Ja. So kann man zum Beispiel auch Rebellentürme einnehmen, noch bevor sie am Boden sind. Indem man einfach zwei Soldaten an die Landestelle stellt, wo sie runterkommen und sie reinsteckt, sobald sie da sind. Und dann besiegen sie schon während der Landung den letzten verbliebenen, den einen Rebellensoldaten da drinne, der ja standardmäßig immer drinne ist. Oh, und es gibt hier ganz schön viele Grafik-Bugs hier. Ist ja nicht so pralle. Ja, ich denke aber, man wird's überleben. Scout-Transporter bereit. Feind zerstört. Wie lange überleben diese Soldaten eigentlich den Beschuss? Die treffen ja gar nicht die ATSTs.
Wenn sie treffen, dann machen sie ordentlich Schaden. Wir kriegen leider auch noch ein bisschen. So, und jetzt noch die Bewegungsgeschwindigkeit erhöhen. Beim Feuerleitstand kann man nichts machen, außer hier die anfordern. Was genau, jetzt weiß ich nicht, was ich wollte. Ich brauche Soldaten. Danke, Sir. Bin einsatzbereit, Sir. Wir nähern uns unserem Ziel. Feind zerstört. Ja, hier dieses Scootbike. Eigentlich ein Rennfahrzeug. So für Swoop-Rennen. Daher auch der Name Swoop-Bike. Ja, Dallas ist da drin erstmal sicher. Ja, der einzige Lichtblick ist, dass Rebellen auch bezahlen müssen dafür, dass sie ihre Einheiten reparieren. Also Befehlspunkte kostet das Reparieren von Einheiten. Was nicht ganz logisch erscheint, da ja Befehlspunkte, naja, keine Fahrzeuge reparieren. Dann haben wir kurz den Ton gesichert. So, Kommandogruppe 1. Vorrücken. So, ich habe jetzt mal den Beschädigten nach hinten gesteckt, indem ich einfach einen anderen nach vorne gesteckt habe. So. So, jetzt müsste der Beschädigte eigentlich weiter hinten stehen bleiben. Nee, das tut er nicht. Schade. Ja, Lavafluss. Ich werde erstmal gucken, ob ich die ganze Welt von... ach du Kacke. Was ich gerade sagen wollte, ist Rebellen säubern. Aber dafür brauche ich wohl dann doch noch ein paar mehr. So. Die Truppen werde ich dann nach oben bringen und versuchen, die Türme einzunehmen. Vor auch hauptsächlich den Panzerabwehrturm, weil dann kann ich mit meinen... Hui, warum hat er denn bereits so einen Schaden genommen? Ja, die ATP, die werde ich auf jeden Fall hier stehen lassen. Zum Abwehr von Truppen, die hier kommen. Die sind sehr effektive Anti-Infanterie und auch gegen leichte Fahrzeuge nicht schlecht. Ich will sie aber auch nicht verlieren. Ich weiß nicht, ob sie die einnehmen wollen. Bisher hatten sie ja noch nicht so die Gelegenheit dazu. Wie lautet ihr Befehl? Wie lautet ihr Befehl? Sturmsoldat hier. Wir rücken aus. Soldat bereit. Gut. Wir werden uns sofort dort melden, Sir. Ja. Warm. WA4 PAD? Das steht da, glaube ich. Kann ich nicht vernünftig lesen. Auf so einem alten Röhrenmonitor mit kleinem Bild konnte man das lesen, weil da war es nicht so verpixelt. Aber mein Programm kann das nicht vernünftig umsetzen, die Bilder, und verpixelt die dann. Also meine Grafikkarte setzt die Bilder nicht vernünftig um. Ja, und wir sehen hier, Speedbikes können auch über diese Lavaflüsse rüberfliegen. Genauso wie diese Erkundungsdroiden. Ey, du Spinner. Lass dich nicht abballern. Man sieht an, viele Infanterietürme sind sehr präzise. Es sind sie leicht buggy auch, denn ich glaube, man kann damit auch Flieger abschießen. Oder das war in irgendeinem Spiel. Da waren Infanterietürme sehr präzise und man konnte damit sehr gut Flieger wegballern. Weil sie eben auch hohe Feuerraten hatten. Okay.
Wobei ich könnte natürlich versuchen, im Fahrzeug näher ranzukommen. Wie Sie wünschen, Sir. Ja, das klappt ja klasse.